Civita Vecchia ist eine Hafenstadt in der Provinz Rom, in der mittelalterlichen Region Latium. Sie liegt 69 Kilometer nordwestlich von Rom und 244 Kilometer südöstlich von Livorno. Das Gebiet der Stadt erstreckt sich in einer Ebene entlang des Tyrrhenischen Meeres und der Via Aurelia zwischen den Flüssen Minione im Norden und Marangone im Süden. Im Nordosten reicht es bis in die Ausläufer der Tolferberge. Bestimmt wird das Ortsbild durch den Hafen, den größten Seehafen Latiums. Er war früher der Kriegshafen des Kirchenstaates. Civita Vecchia ist eine etruskische Gründung. Doch erst unter Kaiser Trajan, der 107 bis 110 nach Christus den Hafen anlegen ließ, entwickelte sich der Ort unter dem Namen Centumcelle zu einer Stadt. Bereits im Jahr 314 wurde es zum Bischofssitz. Vom 6. bis zum 8. Jahrhundert stand die Stadt unter der Kontrolle von Byzanz. Die Wirtschaft der Stadt stützt sich heute hauptsächlich auf den Hafen, der sowohl für die Stadt Rom als auch für die Region Latium von außerordentlicher verkehrstechnischer Bedeutung ist. Er verfügt über ein modernes Passagierterminal, über das neben dem Fährverkehr nach Sardinien, Sizilien, Spanien und Frankreich ein stetig zunehmendes Kreuzfahrtgeschäft abgewickelt wird. Ganz in der Nähe liegen die modernen Ficoncella-Thermen, die oft auch Ziel erholungsbedürftiger Hauptstädter sind. Im Süden der Stadt liegt der Freizeithafen Riva di Traiano mit über 1100 Anlegeplätzen. Tourismus mit Geschichte. Civita Vecchia, eine Stunde von Rom, lebt die byzantinische Geschichte im Umfeld eines modernen Hafens auf.